Die Rechnung der Stadt Bern 2020 schließt mit einem Defizit von 11,5 Millionen ab. Geplant war ein Überschuss von 13 Millionen. Wir haben, wie schon im 19. und im 20. teufere Steuereinnahmen. Wir haben Sonderausgaben wegen Corona, Mindereinnahmen wegen Corona. Es war ganz wichtig, dass der Gemeinderat Anfang des Jahres das Sparpaket von 15,5 Millionen hat geschnürt. Das Defizit ist verkraftbar angesichts des Bilanzüberschusses, den wir nach wie vor haben, mit 75 Millionen Franken.